Und wie es so Tradition ist, seit Manager Jason Dunham das Zepter schwingt, gab es anders als bei anderen Teams keinerlei Nachrichten bezüglich Vertragsverlängerungen oder Abgänge. Es sollte einfach gemeinsam gefeiert werden. Denn eines stand dieses Jahr besonders im Fokus und das war der überragende Fanzuspruch. Der größte Dank gilt jedoch euch, nämlich unseren Fans aus Stadt und Land, für die unglaubliche Unterstützung. Das ist euer eigener Applaus. Erstmals in der Geschichte konnten wir den Zuschauerzuschnitt auf über 5000 Besucher pro Hauptrundenspiel steigern. Besonders freut mich, dass uns unser Publikum mit ca. 3000 verkauften Dauerkarten einen so großen Vertrauensvorschuss gegeben hat. Damit ist auch weiterhin gewährleistet, dass die Straubing Tigers einer der finanziell solidesten Clubs der DEL sind. Das Sportliche in dieser Saison wurde ja schon genugsam thematisiert. Lange war es nur durchwachsen. Am Ende aber mit der erneuten Viertelfinalteilnahme eine doch noch recht befriedigende Saison. Das war eine nicht eine einfache Saison. Es war hart, aber mit einem glückliches Ende. Wohlgehört zu unseren Fans. Sie waren immer positiv. Sie haben uns viel Energie gegeben. Und speziell in diese großen Tiefen November und Dezember war sehr positiv und das war wichtig für uns. Wir sind dankbar für die Unterstützung dieser Saison. Es freut mich sehr, dass wir zum zweiten Mal in Folge das Playoff-Viertelfinale erreichen konnten. Ich möchte mich daher ganz herzlich bei unserer Mannschaft bedanken, die bis zur letzten Minute aufopferungsvoll gekämpft und trotz vieler Verletzungen immer alles gegeben hat. Ich kann nur so viel sagen, dass auch für uns Spieler keine einfache Saison war. Es hat viel Höhen und Tiefen gegeben. Natürlich war die Erwartungshaltung wirklich extrem hoch nach der letzten Saison. Das haben wir gewusst. Da muss ich wirklich sagen, da wart ihr dahinter gestanden. Wenn wir nicht gut gespielt haben, da wart ihr da und habt uns wirklich bei jedem Spiel 100% unterstützt. Und da wollen wir uns echt mal bedanken dafür. Genau dafür war diese Veranstaltung dann auch da. Allerdings merkte man bei der Versteigerung des ein oder anderen Trikots schon, dass es in dieser Spielzeit doch viel Luft nach oben gegeben hat. 130 Euro sind geboten. 130 Euro zum Ersten. 130 Euro zum Zweiten. 130 Euro zum Dritten. Dankeschön. Selbst die Trikots für Topscorer Blaine Down mit 350 Euro und von Publikumsliebling und Goalie Jason Bakeshiba, der zudem auch noch für die ligaweit höchste Punktzahl in der Topstar-Wertung geehrt wurde, mit 600 Euro, blieben doch hinter den Erwartungen zurück. Am besten ging überraschend ein anderes Trikot über den Tresen. 650 Euro zum Ersten, 650 Euro zum Zweiten und 650 Euro zum Dritten, ja! Röttke selbst war wie die Kollegen Benedikt Brückner, Florian Ondruschka und Bernhard Keil mit dem Nationalteam unterwegs und deshalb nicht persönlich anwesend. Ansonsten ist man, wie eingangs erwähnt, auf Spekulationen angewiesen, wen von den Wackelkandidaten man nächste Saison im Tigers-Team wieder sieht und wen nicht. Als Neuzugänge werden Sören Sturm, Tobi Wörle und Peter Flache gehandelt. Als Abgänge stehen aktuell Calvin Elfring und wohl auch Daniel Speer, der nach München wechseln soll, fest. In Sachen neues Team beginnt für Manager Dunham demnächst die heiße Phase. Ja, ich werde nächste Woche mit Jürgen in den Flieger steigen und wir werden nach Amerika gehen, nach Kanada gehen und dann wahrscheinlich zwei Wochen später nach Finnland für die Weltmeisterschaft hingehen. Zum Schluss wurde es dann nochmal emotional, als Team-Opa Elfring endgültig in Rente geschickt wurde. Sein letztes Trikot brachte noch einmal 500 Euro und er selbst verabschiedete sich mit folgenden Worten an seine Mannschaftskameraden. Und letzte der Mannschaft. Jedes Jahr hier in Straubing, wir haben immer eine gute Mannschaft. Und 9 Jahre gibt es seltene Streit und immer gute Jungs hier in Straubing. Und ich sage, das ist, was ich will, die meisten vermissen, die Kameraden und Spaß in den Kabinen. Das wird hart für mich, ohne Kabine, ohne Eishockey. Das letzte Foto also einer Mannschaft, in der es sicher einige Veränderungen geben wird. Dazu dann in den kommenden Wochen mehr.